Der Reisedampfer aus dem Honda-Lager heißt traditionell Goldwing. Dass der Goldenen die Flügel so richtig schwingen, dafür sorgt ebenso traditionell ein in Boxerbauweise arbeitender Sechszylinder, der in der aktuellen Generation aus 1800 Kubik eine Leistung von 93 kW, 126,5 PS schöpft. Neu am Modelljahr 2018 ist, dass Honda wahlweise ein nunmehr 6 Gänge beinhaltendes manuelles Getriebe oder alternativ sogar ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe bietet, die in Verbindung mit dem bärenstarken 170 Newtonmeter Drehmoment opulente Langstreckentauglichkeit bietet. Wir erinnern uns, dass Honda weltweit der einzige Hersteller ist, der über alle Modelle hinweg die automatisch einkuppelnden Doppelkupplungsgetriebe anbietet. Beim Gepäckvolumen bietet die Goldwing immer noch das Maß der Dinge, obwohl sie gegenüber dem Vorgängermodell inhaltlich ein paar Einbußen hinnimmt. Dafür sieht sie aber auch ein bisschen flotter aus und die vollgetankten 383 Kilo machen einen wirklich schlanken Fuß.